Hallo, liebe Schrauberfreunde. Wir zeigen euch, wie man eine Achsvermessung an diesem E36 durchführt. Hier haben wir die alten Reifen der Vorderachse vom E36. An denen sieht man wunderbar, dass die innen mehr abgefahren sind als außen. Und zwar sehen wir ja hier die Verschleißmarken. Man sieht halt, dass die Verschleißmarke viel weiter in der Rille steht als diese. So ein schiefes Abfahren der Reifen liegt meistens an einer verstellten Achsgeometrie und deswegen stellen wir den E36 jetzt ein. Für die optische Achsvermessung müssen wir an jedem Rad einen dieser Messköpfe montieren. Auf jedem Messkopf steht dran, wo der Messkopf hingehört. In dem Fall grün vorne links, also bauen wir den auch vorne links an. Hängen den hier unten ein und oben. Das ist vom Prinzip her nur oben auf dem Drehrad festschrauben. Prüfen, sitzt, passt, wackelt und dann die restlichen drei. Top, Nummer 2 sitzt. Jetzt sind wir hier am Achsvermesscomputer. Dort wählen wir als erstes das Fahrzeug aus. Wir wollen mit einer neuen Achsvermessung beginnen und haben jetzt hier die Fahrzeugauswahl. Nehmen wir ein BMW. Welches Baujahr, David, war der? 4/2000. 4/2000. Dann haben wir eine Dreierreihe, E36. Und dann haben wir ein E36 Kompakt mit einem tiefer gelegtes Sportfahrgestell und 17 Zoll Felgen. Jetzt bekommen wir hier als Anzeige, dass wir das Fahrzeug vorn und hinten mit jeweils 68 Kilo auf dem Fahrersitz, 68 Kilo auf dem Beifahrersitz, 68 Kilo auf der Rückbank und 21 Kilo im Kofferraum beladen müssen und dass der Tank voll sein muss. Bestätigen wir mit Ja. Und dann beginnen wir jetzt, indem wir jetzt die Höhe von der unteren Felgenkante zur Kotflügelkante messen und den Wert hier eintragen. Wir messen jetzt, so wie es der Hersteller vorsieht, den Abstand zwischen der Felgenunterkante und der Kotflügelunterkante. Dazu benutzen wir einen herkömmlichen Zollstock, der Fachmann sagt auch Gliedermessstab, und messen über die Radmitte hier an der Kotflügelunterkante 56 cm. Das Programm hätte es gerne Millimeter, also sind wir dann bei 560 mm. Und hinten links? Jawohl. Ja, 558. Hinten rechts? Jawohl. 550. Und vorne rechts, als letztes Rad, 556. So, wir haben jetzt hier alle Werte eingegeben. Dann klicken wir auf Weiter. Und dann berechnet uns der Computer die Sollwerte zum Einstellen für dieses Fahrzeug. Weiter. So, jetzt möchte der Computer gerne die Messköpfe. Dazu müssen wir das Auto wieder runterfahren. Jetzt machen wir die Felgenschlagkompensation. Dazu schieben wir das Auto erst nach hinten und dann wieder nach vorne. David. Noch ein Stück. Stopp. So, jetzt sehen wir das Ergebnis, bestätigen das. Und jetzt sagt uns der Prüfstand, wir sollen den Bremspedalfeststeller einsetzen und die Stifte aus den Drehtellern entfernen. Zuerst entfernen wir hier vorne an den Drehtellern 1, 2 Stifte, gehen dann nach hinten zu den Schiebeplatten, entfernen hier die Stifte. Jetzt kann ich euch das auch ganz gut zeigen. Damit wir die Achsgeometrie einstellen können, ist das Fahrzeug jetzt quasi schwimmend gelagert auf diesen Platten. Damit, wenn wir die Achsgeometrie einstellen, der Reifen sich entsprechend unten bewegen kann, sonst klebt er ja fest auf der Straße. Dann auch noch hinten rechts die Stifte rausziehen, sofern es denn geht. Und zu guter Letzt noch vorn rechts. 1, 2. Jetzt setzen wir noch den Bremspedalfeststeller ein. Danke, André. Sehr gern, David. Dann setzen wir jetzt hier fahrerseitig den Bremsenfeststeller ein.
Bremspedal befindet sich jetzt bei diesem Fahrzeug hier in der Mitte. An der Sitzfläche unten abgestützt. Seid vorsichtig, macht da nichts kaputt. Notfalls ein Tuch dazwischen legen. So. Also wir haben jetzt den Bremspedalfeststeller eingesetzt, die Halteklammer an der Drehteller entfernt, klicken auf Weiter. Als nächstes kommt die Nachlaufmessung. Dazu dreht David jetzt das Lenkrad nach links, bis der rote Pfeil in dem grünen Bereich ist. Ja, wir kommen der Sache näher. Das ist schön. Jetzt bitte halten. So, David, jetzt noch weiter nach links drehen. Das ist zur Messung der Spreizung. Stopp, zweit. Oh, war ein bisschen übermotiviert. Das gleiche jetzt nochmal auf der anderen Seite. Diesmal war eine Punktlandung. Noch hat es nicht plümpelimt. Jetzt wieder gerade. Jetzt bedeutet, wir sollen das Lenkrad gerade stellen. Dazu benutzen wir eine Lenkradwaage und sollen das Lenkrad dann auch blockieren. Dann setzen wir jetzt als erstmal die Lenkradwaage ein, dass wir gucken können, wie schwer das Lenkrad ist. Nee, natürlich, dass wir gucken können, wie gerade das ist. Einfach hier oben einklemmen, bündig auf den Schienen auflegen und dann halt wie bei einer Wasserwaage, wenn ihr euren Zaun im Garten baut, gucken, dass das Luftbläschen schön mittig ist. Dann setzen wir unseren Lenkradfeststeller hier ein, machen den vernünftig fest, kontrollieren nochmal abschließend, ob das Lenkrad gerade geblieben ist. So, dann Tür-Zuschlagsvermessung und weiter geht's, André. Jawohl. So, wir haben das Lenkrad gerade gestellt, dann klicken wir jetzt auf Weiter. Und jetzt sehen wir schon die ersten Daten. Die Hinterachse ist beim E36 nicht einstellbar. Spur ist grün, also bedeutet, die Spur ist innerhalb der einstellbaren Toleranz. Der Sturz links auch, Sturz rechts ist knapp außerhalb, ist aber wie gesagt an der Hinterachse nicht einstellbar. Spur vorne links ist in Ordnung, Sturz vorne links ist leicht raus, genauso wie Sturz vorne rechts. Und die Spur vorne rechts müssen wir einstellen. So, dann klicken wir auf Weiter. Das ist, wie gesagt, nochmal die Hinterachse im sogenannten Einstellmenü. Also hier kann man jetzt live einstellen und sieht dann, wie sich die Zeiger verändern. Aber Hinterachse beim E36 ist nicht einstellbar. Und jetzt kommt die Vorderachse. Dann können wir jetzt die Vorderachse einstellen. Da rechts die Spur raus ist, stellen wir die Spur ein. Dazu fahren wir jetzt das Auto hoch. David? Jetzt lösen wir die Kontermutter vom Spurstangkopf. Dazu benötigen wir einen 22er Ring Maulschlüssel, wovon wir die Maulseite benutzen. Sehr gut, das Ding wäre schon mal einfach. Und dann, um an der Spurstange zu drehen und die Spur einzustellen, benutzen wir einen 13er Ring Maulschlüssel. Noch ein bisschen, David, ja, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und noch ein Müh. Stopp! Nicht bewegen, nicht atmen, Mutter festziehen. Ja, kannst du dich erst ausdrucken? Jetzt haben wir die Spur entsprechend eingestellt, laut Herstellervorgabe. Und ziehen jetzt wieder die Kontermutter am Spurstangkopf fest. Erstmal mit Hand so ein bisschen vordrehen. Damit uns die Spur jetzt nicht ganz abhaut beim Festziehen, halten wir sicherheitshalber noch mit dem 13er Schlüssel die Spurstange fest. Und ziehen jetzt hier die Kontermutter entsprechend Herstellervorgabe fest. So, die Spur vom E36 ist wieder perfekt eingestellt. Zusammenbauen wollte auch nicht mehr. Dann machen wir Feierabend.